Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf Tötz Job Session. Ich bin von mir, Gameplays als Hobby, und ja, wir sind hier in diesem Herausforderungsgrab, haben gerade die Luftschleuse wieder geschlossen, sodass wir hier drüber können. Und genau das machen wir jetzt auch. Das hier wird übrigens der letzte Teil werden, bei einer kleinen Aufnahmesession zumindest. Weil ich noch zu meinen Eltern fahren wollte. Gut, das wird gleich sein. Also um 1 muss ich los. Wir haben jetzt 12 Uhr. Also lange Zeit habe ich so gesehen dann nur nicht mehr zum Spielen. Na toll. Ich brauche mehr Kraft. Boah, hör doch auf. Ich will nicht runterfallen. Geht doch. So, haben wir hier denn noch irgendetwas? Nö, ne? Kein verstecktes Überlebensversteck. Nö, hier ist wohl nichts. Dann klettern wir wohl mal hier rüber. Aber nur zum Teil. Bauen ja für das andere Pendel in Bewegung. Wie, die gibt einen Tipp. Ich dachte, aufs wäre sehr schwer. Gibt die keine Tipps? Die Musik geht wieder voll ab hier. Voll abgerissen. Also ich finde die Rätsel hier in den Herausforderungsgräben echt cool. Mir gefallen die total. Ich finde es geil, dass man wirklich so überlegen muss. Gut, das habt ihr jetzt bei mir hier nicht so gesehen, aber wie ich das mit meiner Freundin zusammengespielt hatte, musste ich halt so viel überlegen. Und nein, meine Freundin ist nicht doof. Eine Frau denkt halt anders als ein Mann, ne? Ist einfach so. Das sollte jetzt auch nichts Negatives gewesen sein, was ich gesagt habe. Ist da jetzt ein steiler Wind? Kann ich da vorbei? Ich kann hier vorbei. Ja. Wir sind da. Gold. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Mantel des Hurrikan. Sie nehmen wenige Schaden durch Feuer und Explosion. Hey, das ist doch cool. Der Wind heult nicht mehr. Wir haben den Geist befriedigt. Oder wir haben die Bestie befriedigt. Oder besänftigt, wie auch immer. Befriedigt klingt irgendwie blöd. Jetzt hört's auf zu heulen. Mal rumgucke. Nichts da. Okay. Hui. So, wir können ja jetzt wieder raus. Sehr schön. So, bevor wir jetzt irgendwie kurzfristig nochmal uns entscheiden zu sterben, wird hier erst nochmal gespeichert. Haben wir mehrere Fähigkeitspunkte? 2 Stück haben wir. Sehr schön. Dann können wir doch nochmal gucken, was wir machen könnten. Was ist das hier nochmal? Das Ziehen auf den Kopf eines Feindes aktiviert. Brauchen wir gar nicht. Sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das klingt natürlich an sich ganz praktisch. Was ist das? Schaltet die nächste Waffen-Upgrade-Stufe. Oh, sehr gut. Und das da unten, das haben wir jetzt neu.
Mantel des Hurricane. Was ist das hier? Nutzen die Konzentrationspflanzen um Reaktionszeit, also... Oh, man weiß nie, was man machen soll. Das hier ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und dann haben wir hier wieder sowas Tolles. Schießen Sie Falle gleichzeitig auf zwei erfasste Ziele. Und das natürlich dann auch später nochmal mit drei. So wie bei Rise of the Tomb Raider. Da habe ich das ja mal ausprobiert und das war echt praktisch und cool. Was ist das hier? Ausdauerkräuter mich reduzieren und erlittenen Schaden von feindlichen nahen Fernkampfangriffen. Oh, das ist gut. Dann brauche ich das hier wohl doch noch. Okay. Dann wissen wir ja, für was wir so gesehen als nächstes alles mal sparen können. Und wir können unsere Bögen verbessern. Also eh. Die Feuerrate ist dann einfach nur höher. Oh, der Bogen hat dann mehr Schaden. Aber der, mit denen können wir nichts verbessern. Was ist hiermit? Kriegt aber an sich auch nicht mehr Schaden. Also können wir den eigentlich sein lassen. Schaden ist ja gleich. Dann können wir den behalten. Das brauchen wir also nicht zu verbessern. Also E. Der Schaden ist fast voll. Das ist toll. Präzession machen wir auch nochmal voll. Und das ist ja auch die Feuerrate. Verbessert Auswerfer. Eine Errungenschaft, Provision, was, provisorische, keine Ahnung was, da sind meine Aufnahmesymbole im Weg. Sehr schön, wir haben eine Waffe schon mal voll verbessert. Was haben wir hier? Können wir auch den Schaden erhöhen, das ist gut. Und damit hätten wir auch noch eine Waffe fertig. Sehr schön, den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Was gibt's hier so Schönes? Das hier können wir jetzt mittlerweile herstellen. Gewährt zusätzliches Fett, Schwarzpulver und Bergungsgut aus jeder Quelle. Das ist eigentlich auch ganz gut. Feine brauchen länger, um Level zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Lass mal doch die Kombination, das passt doch eigentlich ganz gut. Sehr schön. Es speichert und wir können raus. Alles voll. Hui. Okay, hier unten ist nichts, ne? Man muss ja mal gucken. Und ab nach oben. Eventuell, ich warne euch schon mal vor, wird dieser Teil etwas kürzer. Weil, wie gesagt, ich muss noch zu meinen Eltern, um 13 Uhr muss ich weg. Ich möchte einfach nicht zu spät losgehen müssen, dass ich in Stress komme. Und wenn ich weiß, okay, jetzt passiert noch ein bisschen zu viel auf einmal. Und ich habe da aber keine Zeit zu speichern. Also ich kann ihn nur im Lager speichern, das ist ja das Blöde. Dann muss ich halt vorher schon abbrechen. Ich hoffe, ihr versteht das. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, da haben wir noch ein bisschen was einsammeln können. Okay. Es sah schon fast aus wie so ein dunkles Loch, wo wir hier reingehen. Achso, ich muss wohl tauchen, wie es aussieht. So, hier haben wir an sich nicht. Was ist das? Eine Grabstelle. Haben wir aber anscheinend. Okay. Das ist wohl... Diese goldene Platte, die wir dann lesen konnten. Ich kann hier nirgendwo tauchen. Doch, hier. Ich schwimme hier zumindest, aber tauchen geht auch nicht. Ah, hier geht's hoch. Hm.
Ist schon verwirrend manchmal, wenn man nicht sieht, wo es lang geht. Ich nehme mal an, dass es hier eigentlich hochgeht. Heieieiei. Warum komme ich da nicht hoch? Nein, nicht abseilen. Geht doch. So, hier vorne haben wir einen antiken Müllhammer. Hallo? Ich hab E gedrückt. Okay. Also manchmal reagiert das nicht so gut. Ich glaube, hier gibt es generell noch so ein bisschen Sachen, die sie debuggen müssen. Wie zum Beispiel so kleine Grafikfehler, wo sich die Welt nicht entscheiden kann, soll da jetzt Matsch sein oder Laub, wie ich schon in anderen Gräbern ein paar Teile vorher gesehen hatte. Das ist dann natürlich ein bisschen doof. Da denkt man eins, ist es jetzt ein Grafikfehler oder nicht, aber je nachdem, wie man die Kamera hält, ist er entweder Matsch oder ist es Laub. Also, es sieht dann einfach nicht scheiße aus, die Grafik, sondern es kann sich einfach nicht entscheiden, ob der jetzt Matsch oder Laub sein soll. Und das ist dann natürlich doof. Also da müssen sie doch noch ein paar Fehler ausbügeln. Und updaten lassen. Was jetzt nicht weiter so schlimm ist, aber ab und zu... Ja, es ist halt komisch und gibt einem so das Gefühl, dass irgendwie Grafikfehler hier im Spiel sind. Ich meine, es ist ein Grafikfehler, aber dass man... Dass irgendwie mein Dings, meine Grafikkarte dran schuld wäre oder sowas, aber das denke ich mal eher nicht. Seht ihr? Ich muss noch nicht mal E drücken. Bin ich da richtig? Ah, ich muss rüber. Bitte was? Ah. So, sehr schön. Da haben wir dann noch einen Herausforderungsgrab geschafft in der Folge. Und schon wieder reagiert es nicht mit dem Hüpfen. Okay. So, wunderbar. Wir haben es geschafft. Was da drin ist, weiß ich leider nicht. Da fehlt uns noch ein gewisses Werkzeug. Das waren, glaube ich, Pilze. So, wir sind wieder an der Oberfläche. So, die hängen wohl wieder neu. Keine Ahnung, weil das hatte ich eigentlich schon, glaube ich. So, jetzt haben wir das zumindest aber auch schon fertig. Dann schauen wir mal, hier war irgendwo Lebensversteck geradeaus so gesehen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hier drunter wahrscheinlich. Da. So, sehr schön. Haben wir denn noch irgendetwas hier? Ein Dokument rechts von mir irgendwo. Okay, schon längst dran vorbei. Da war ich schon ein bisschen zu weit rechts. Na toll. Schrotflinte brauchen wir hier schon wieder. Das heißt, können wir auch noch nicht machen, aber hier haben wir noch ein Wandgemälde. Kataklysiert. Achso, stimmt, da oben ist ein Monolith. Habt ihr jetzt noch nicht gesehen, aber... Sehen wir gleich. Vielleicht kann man das schon dann schon lesen. Was haben wir denn hier? Ein Darsteller vom Pachamama. Ein Drache. Er muss für Pachamama stehen, die Inka-Göttin der Mutterschaft, Erde und der Zeit. Ein Drache. Sie war verantwortlich für Fruchtbarkeit, Ernten und Pflanzen.
Ihr Körper waren die Berge und sie war die Ursache aller Erdbeben. Die Menschen fertigten früher winzige Kleidungsstücke mit extrem feinen Verzierungen an, um sie anschließend zu Pachamamas Ehren zu verbrennen. Das erklärt auch die Brandspuren auf dem Boden. Und diese braunen Flecken müssen Lama-Blut sein. Eine weitere beliebte Opfergabe. Der eine Gott soll als Lama dargestellt werden. Da wird natürlich auch Lama-Blut dargegeben als Opfer. Super. Also Abisi. Komisch natürlich auch geregelt alles. So, wir haben hier rechts rum noch ein Überlebensversteck irgendwie. Dann müssen wir hier rüber. Da haben wir es. Bahama Mamas. So, sehr schön. Wo geht's denn dahin? An sich nur ein Teich, würde ich jetzt mal sagen. Gehen wir da trotzdem mal hin. Wer weiß, was wir da zu finden haben. Oh. Spritzöl, 4 von 5. Ja, da kann man ja wieder hoch, wenn man zurück möchte. Einmal Bergungsgut. Das ist immer gut. Ist wieder so ein trübes Wasser. Wo man wieder nichts erkennen kann. Ob hier irgendwie Erz noch zu finden ist oder so. Ich nehme es mal an. Dass man hier unten nur Pflanzen finden soll, weiß ich. Das klingt ein bisschen blöd. Oder wäre ein bisschen blöd. Okay, hier im Wasser kann ich keine Halogenen einnehmen. Schauen wir mal. Ne, hier sind nur die Wasserpflanzen. Okay, hätte ja sein können. Dann war das wohl doch nur wegen dem Fassen im Bergungsgut. Oh, da haben wir Holz. Voll dran vorbeigelaufen, ey. Immer ganz viele Vögel. Da oben haben wir den Monolith, da gehen wir jetzt mal hin. Und dann gehen wir zum Lager und speichern mal. Oh, das können wir noch fertig machen. Herausforderung abgeschlossen, sehr schön. Ja, dafür habe ich nicht genug Platz. Okay. Okay, können wir noch nicht lesen. Lernen Sie alte Dialekte zum Entziffern. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Schade. Okay, das heißt, an sich haben wir dann jetzt eigentlich alles. Genau, hier wäre es jetzt eigentlich wieder zurückgegangen. Hier können wir noch nicht hin. Da brauchen wir eine Schrotflinte für. Gut, dann haben wir eigentlich alles, nehme ich mal an. Dann gucke ich mal, dass ich das hier unten noch hinkriege. Und dann gehen wir speichern. Dürfte ich eigentlich hinkriegen. Sterben dürfte ich jetzt nicht mehr, also gehe ich jetzt erstmal nicht speichern. Wir gehen erstmal weiter. Achtung, jetzt ersaufe ich. Ich hoffe es natürlich nicht. So. Damit wären wir eigentlich bei dem Überlebensversteck auch wieder.
Ach ja, hier war das. Sehr schön, dann gehen wir jetzt ins Lager und speichern. Wir sind ja seit 20 Minuten, also passt das alles wunderbar. Sehr schön, das freut mich. So, hier ist das Lager. Da will ich gerade nochmal gucken. Ich glaube, wir haben dann alles. Hier brauchen wir eine Schrotflinte, hier brauchen wir einen Dietrich. Hier brauchen wir auch Schrotflinte. Ja, dann können wir jetzt eigentlich als nächstes, also ab nächsten Teil, nur noch die Hauptquest hier wieder weitermachen, um weiterzukommen. Sehr schön. Und zum Händler wollen wir dann nochmal gehen, weil ich kann ja jetzt... Ich habe doch hier was erhöht mit Fähigkeitspunkten, dass ich dann größere Munitionstaschen kaufen kann. Achso, hier brauche ich ja eh nichts mehr erhöhen. Ja gut, das war's. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit einem Herausforderungsgrab, das wir endlich geschafft haben. Und ja, haben ein bisschen was eingesammelt auf jeden Fall. Ein Monolith haben wir entdeckt, den wir noch nicht lesen können. Aber ich hoffe, das können wir dann am Ende noch vom letzten Teil, wenn wir weitermachen. Und ja, da sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Teil und da hoffentlich auch bei anderen Let's Plays bei mir. Auf jeden Fall, zeigt mir doch mit dem Daumen nach oben oder mit einem Abo, falls ihr neu bei mir seid. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, hoffentlich beim nächsten Teil. Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und das war von mir Gameplays als Hobby. Tschüss.